Ich begrüße Sie zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Informationen bewerten in Zeiten von Fake News. Mein Name ist Werner Dees und ich möchte Ihnen heute näher bringen, was sich hinter dem Begriff Fake News verbirgt und Ihnen auch ein paar Tipps und Tools an die Hand geben, mit denen Sie Fake News besser erkennen können. Zunächst mal zum Begriff Fake News. Was sind überhaupt Fake News? Das ist ein sehr schillernder Begriff, zu dem wahrscheinlich jeder irgendwie eine Vorstellung hat. Der Duden definiert ihn als in den Medien und im Internet, besonders in den Social Media, in manipulative Absicht verbreitete Falschmeldungen. Das ist also wirklich der entscheidende Punkt an dieser Definition. Es muss eine Absicht dahinter stehen. So wird es auch unterschieden dann von anderen Falschmeldungen, auf die ich gleich komme. Und die Falschmeldungen, das können entweder vollkommen frei erfundene Inhalte sein, es können manipulierte Inhalte sein, wie Fotomontagen oder so, oder in einen falschen Zusammenhang gestellte Inhalte oder aus dem Zusammenhang gerissene Inhalte. Also zum Beispiel eine Aussage eines Politikers, die er so wirklich getätigt hat, aber der Satz davor oder danach ist einfach abgeschnitten und dadurch wird der Sinn entstellt oder ganz ins Gegenteil verkehrt zum Beispiel. Keine Fake News nach dieser Definition ist aber zum Beispiel schlechter Journalismus, also was man unter schlechten Journalismus fassen könnte, also versehentliche Falschmeldungen. Ja, also die Journalisten sind auch Menschen, die machen auch mal Fehler. Da können Falschmeldungen passieren, aber im Normalfall korrigieren die auch die Falschmeldungen. Es ist nicht immer so ganz transparent, wie man sich das vielleicht wünscht als Nutzer, aber es wird meistens korrigiert und dann sind es keine Fake News. Der Übergang kann aber fließend sein. Wenn man jetzt sozusagen die Redaktion darauf hinweisen würde, sie haben da Falschmeldungen verbreitet und sie würden es nicht korrigieren, dann werden daraus sozusagen Fake News, weil dann kann man davon ausgehen, dass sie das bewusst so stehen lassen. Genau. Und ein anderes Phänomen ist Clickbaiting, haben Sie vielleicht schon gehört davon. Das sind so reißerische Titel, die versuchen, die Nutzer auf die eigene Seite zu ziehen, um damit Klicks zu generieren. Da müssen sich unbedingt Falschmeldungen dahinter verbirgen, deswegen sind es nicht Fake News, aber es ist eben schlechter Journalismus eigentlich, weil es nur darauf zielt, die Nutzer auf die eigene Seite zu bekommen, um Klicks zu generieren. Keine Fake News sind auch Satire-Meldungen. Dann auch in einer gewissen Absicht verbreitet, aber die Absicht dahinter ist eigentlich Gesellschaftskritik oder Medienkritik meistens. Und die sind auch normal immer als Satire erkennbar. Da können die Übergänge auch fließend sein, wenn jemand sozusagen die Meldung nimmt und verschleiert, dass es sich um Satire handelt und das weiter verbreitet, können daraus auch Fake News dann in der Folge werden. Aber Satire an und für sich sind keine Fake News. Insgesamt ist der Begriff zwar noch relativ jung, aber die Phänomene, die in dem Bereich sind, also Gerüchte, Propaganda, Verschwörungstheorien, gibt es natürlich schon seit sehr, sehr lange. Was jetzt aber neu ist, ist, dass sich das Mediensystem verändert hat in den letzten Jahren ziemlich stark. Früher gab es eben auf der einen Seite die Produzenten, Nachrichtenagenturen, Zeitungen und auf der anderen Seite die Rezipienten. Und heute durchs Internet kann im Prinzip jeder ein Produzent von Nachrichten sein, kann Meldungen ins Internet stellen und die verbreiten sich darüber. Und dadurch wird es viel, viel schwerer, bei dieser Vielzahl an Meldungen, die da im Internet herumschwirren, zu entscheiden, welche sind jetzt zuverlässig, welche sind seriös und welche nicht. Das ist das Entscheidende. Und was auch nicht unter diese Definition von Fake News fällt, ist sozusagen Fake News als politischer Kampfbegriff. Also Trump zum Beispiel bezeichnet CNN als Fake News. Das ist eine Verwendung, die auch nicht eigentlich damit gemeint ist, im Sinne von absichtlich verbreiteten Falschmeldungen. Dadurch, dass das Phänomen jetzt in den letzten Jahren so stark diskutiert wird, gibt es auch schon eine ganze Reihe von Umfragen zu dem Thema, wo Befragte nach verschiedenen Aspekten von Fake News gefragt werden. Und eine Umfrage war zum Beispiel von der Europäischen Kommission. Da wurden die Befragten danach gefragt, wie sicher sie sich fühlen im Erkennen von Fake News. Und wenn man die beiden Antworten sehr sicher und eher sicher zusammennimmt, sind fast 3/4 der Befragten in Deutschland und auch in den anderen EU-Ländern ist es fast identisch, fühlen sich eigentlich sehr oder eher sicher, darin Fake News zu erkennen. Es ist allerdings auch bekannt aus der Psychologie, dass Menschen dazu neigen, ihre Kompetenz vielleicht eher zu überschätzen. Ja? Wenn Sie jetzt selber mal testen wollen, wie sicher Sie darin sind, dann gibt es verschiedene Online-Angebote inzwischen in Form von Online-Spielen, wo Sie das einfach mal selber spielerisch testen können. Und ein Angebot habe ich Ihnen beispielhaft gezeigt, das ist der Fake Finder vom SWR, vom Südwestrundfunk. Und ich habe jetzt nur mal einen Ausschnitt aus der Seite, das ist jetzt nicht die ganze Seite. Dort kriegen Sie also reale Meldungen gezeigt, die es so wirklich mal im Internet gab oder Facebook-Posts und sollen dann einschätzen, ist das ein Fake oder ist es kein Fake. Und hier in dem Fall ist es ein Post von einem Facebook-Nutzer, der behauptet,
ein Bericht oder ein Foto, das der RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg verbreitet hat, wäre ein Fake. Die hätten dort ein AfD-Plakat in dieses Bild hineinmontiert, was da gar nicht wäre. Und das dürfen sie dann eben einschätzen. Und das Gute an dem Fake-Finder ist, es sagt dann nicht nur, ob man richtig oder falsch eingeschätzt hat, sondern erläutert auch noch, warum und gibt auch Tipps. Das habe ich jetzt nicht eben alles komplett gezeigt, aber wie man vorgehen sollte. Und in dem Fall haben die den Tipp gegeben, eine spezielle Bilddatenbank aufzusuchen, Imago heißt die, und dort nach Bildern von dieser Demonstration an dem gleichen Tag zu suchen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Bilder aus anderen Perspektiven und Blickwinkeln und überall ist dieses Plakat zu sehen. Das heißt, das ist keine Manipulation, sondern das war wirklich, dort auf dieser Demo wurde dieses Plakat mitgeführt. Und da gibt es eben weitere Beispiele und die kann man sich dann so durchklicken und spielerisch so ein bisschen einsteigen in das Thema. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt auch noch andere so vergleichbare, aber das Fake Finder ist eben dadurch, dass er doch diese Tipps gibt und diese Erläuterungen eigentlich ganz empfehlenswert. Jetzt haben in der einen Umfrage, habe ich ja gesagt, ein großer Teil gesagt, die fühlen sich relativ sicher. Es gibt allerdings auch andere Umfragen. Hier zum Beispiel von Pitcom, dem Branchenverband aus 2017. Und dort sagen fast 90% der Befragten, wie mit Fake News umgegangen werden soll. Unter anderem, dass die Nutzer müssen lernen, wie sie Fake News besser erkennen können. Also von sich nehmen viele an, dass sie doch relativ sicher sind, aber so allgemein sagt man doch, die meisten Nutzer müssen doch das noch lernen. Und genau deswegen, dafür gibt es sowas wie diese Koffer-Lecture heute. Und jetzt im Folgenden will ich Ihnen noch so ein paar Tipps und Tools zeigen, die Ihnen dabei helfen können. Bibliotheken haben sich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt und die verweisen dann häufig zum Beispiel auf Checklisten. Es gibt den sogenannten CRAB-Test. Der wird aber in letzter Zeit ein bisschen kritischer gesehen, weil der mehr auf so oberflächliche Merkmale nur Wert legt. Also da schauen Sie nach der Domain oder so, ist das .org oder .com. Das trägt nicht immer mal ganz so weit, weil diese News-Seiten auch immer professioneller werden und versuchen, da seriös aufzutreten und man an solchen oberflächlichen Merkmalen allein das nicht immer festmachen kann. Und dann kriegt man häufig auch Meldungen direkt in den Newsfeed von Facebook oder so, wo nur die reine Meldung ist, ohne einen Link zu der Quelle oder ohne ein Impressum oder wo man überhaupt nachschauen könnte. Man hat nur die reine Meldung. Da ist es auch schwierig, dann den CRAB-Test anzuwenden. Deswegen stelle ich jetzt nicht den CRAB-Test vor, sondern eine Infografik, die von der IFLA verbreitet wird. Das ist die Internationale Vereinigung der Bibliotheksverbände. Und die gibt jetzt nicht so eine Checkliste, sondern eher so allgemeine Tipps, die man beachten sollte, wenn man die einem helfen, dabei helfen können, Fake News zu erkennen. Und ich will jetzt nur ein paar Punkte rausgreifen, die mir am wichtigsten erscheinen. Als erstes würde ich immer so vorgehen, die Frage zu beantworten, ist es ein Witz? Also auszuschließen, wenn es handelt sich um Satire vielleicht, wenn Sie das ausschließen können, dass es Satire ist, dann können Sie weitere Schritte unternehmen und weiter prüfen. Ja, das sollte Sie eigentlich mal als erstes checken. Und im nächsten Schritt würde ich dann die Punkte, beachte die Quelle, prüfe den Autor und bewerte die Quellen so als ein Paket sozusagen heranziehen. Und als konkrete Handlungsempfehlung würde ich da vorschlagen, wenn man so eine Meldung hat, einen neuen Browser-Tab zu öffnen und dort versuchen zu recherchieren und was herauszufinden über dieses Ding. Und es gibt auch Studien, die beobachten professionelle Faktenchecker in ihrer Arbeit und die machen genau das. Die halten sich nicht lange auf der Seite auf und versuchen da irgendwas rauszufinden, sondern die machen einen neuen Browser-Tab auf und versuchen da möglichst breit zu recherchieren und was über die Meldung oder über die Quelle der Meldung herauszufinden. Und in der englischen Fassung dieser Infografik ist es auch ein bisschen deutlicher, da steht dann unter beachte die Quelle noch click away from the story to investigate the background and so on. Das ist ganz eindeutig, also das finde ich einen sehr hilfreichen Hinweis. Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, das heißt hier, was denkst du? In der englischen Fassung, check your biases, also prüfe deine Vorurteile. Damit ist gemeint, dass man immer kritisch mitreflektieren sollte, die eigene Haltung zu der Meldung. Weil es ist bekannt, dass man Meldungen, die den eigenen Standpunkt unterstützen, eher Glauben schenkt, auch wenn sie falsch sind. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja, also glaube ich denn jetzt nur, weil es passt gut in mein Weltbild oder sollte ich da speziell noch mal kritischer drüber schauen in so einem Fall. Und schließlich den Punkt Frage einen Experten. Da können Sie sich zu einem an einen Bibliotheksmitarbeiter wenden. Die können jetzt normalerweise keinen richtigen Faktcheck selbst durchführen. Die können aber Tipps geben, wo könnten Sie weiter recherchieren zu dem Thema.
Oder gehen Sie auf eine spezielle Fact-Checking-Webseite. Das sind Webseiten, die nur Fakten checken speziell. Das ist sozusagen ihre Aufgabe. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe und da stelle ich Ihnen jetzt noch mal ein paar Beispiele vor. Und zwar beschränke ich mich jetzt auf welche aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt in den USA viel, viel mehr, aber ich beschränke mich jetzt mal auf Beispiele hier aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar gibt es noch nicht so lange, seit relativ kurzem, von Google ein Angebot, das nennt sich Fact Check Explorer. Und dort können Sie entweder nach Themen oder Namen suchen und dann kriegen Sie Faktenchecks dazu ausgegeben. Oder Sie können auch erstmal nur gucken, aktuelle Faktenchecks. Und dann kriegen Sie die letzten, die aktuellsten hier jetzt aus dem Bereich Deutschland. Und da gibt es immer sozusagen die Meldung, wird da kurz dargestellt, und dann die Bewertung von Faktencheckern hier drunter. Also hier wurde behauptet, ein Elektroauto wird mit einem Dieselaggregat geladen und eine Fact-Checking-Seite, nämlich Korrektiv in dem Fall, hat es geprüft und sagt, das ist falsch, stellt sich als falsch heraus, es wurde kein Dieselaggregat verwendet. Und hier gibt es immer so Tags oder Schlagwörter dazu und da wird immer angegeben, wer diesen Fact-Check durchgeführt hat. Also Google macht diese Checks nicht selber, sondern es ist nur eine Suchmaschine, die diese Checks sammelt und in Deutschland sind die meisten, wenn man hier runterscrollt, von Korrektiv oder von einem Presseportal. Korrektiv ist so ein gemeinnütziger Verein, der sich eben speziell dem Fact-Checking widmet. Genau. Und das wären jetzt die letzten. Sie können aber auch eben nach Namen suchen zum Beispiel. Und dann bekämen Sie eben Faktenchecks zu Angela Merkel in dem Fall. Hier hat sie also zum Beispiel, wurde auf einem Facebook-Account behauptet, ja, eine bestimmte Aussage, die hätte sie getätigt. Presseportal hat es gecheckt und sagt aber, das ist verkürzt, genau das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist ein Teil von dem Zitat, ist weggelassen und dadurch ist der Sinn entstanden. Genau. So viel erstmal zum Fact-Check-Explorer von Google, der wirklich im Prinzip eine Suchmaschine ist für konkrete Faktenchecks. Dann gibt es den Faktenfinder von der ARD. Das ist jetzt weniger Faktenchecking von einzelnen Meldungen, auch teilweise, aber da gibt es mehr breitere Berichte, Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen, zu denen es viele Fake News auch gibt. Also hier zum Beispiel zum MH17-Abschuss, das war dieses Flugzeug. Und das ist jetzt, wenn man hier drauf gehen würde, eben nicht einzelne Meldungen, die da jetzt belegt oder widerlegt werden, sondern ein längerer Bericht, wo so der aktuelle Stand der Erkenntnisse zusammengefasst wird. Da kriegt man eben Hintergrundinfos und so weiter. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Aber auch sehr hilfreich, wenn man sich informieren will. Dann gibt es ein Angebot aus Österreich. Mimikama heißt das. Da steckt ein Verein aus Österreich dahinter mit Ehrenamtlichen. Und seit 2011 gibt es schon und die haben ein bisschen breiteren Ansatz, die machen eben klassisches Fact-Checking, aber auch allgemein Internetbetrug schauen die sich an. Wenn man dann hier runter scrollt, weiter unten sieht man zum Beispiel auch Fake-Gewinnspiele auf Facebook, werden dort gesammelt, da kann man sich informieren. Betrugsversuche auf WhatsApp oder Phishing-Mails, die gerade aktuell kursieren. Wenn man da sich unsicher ist oder einen bekommen hat, kann man da zum Beispiel nachschauen. Das ist dort zu finden. Und das zeige ich jetzt nicht extra noch. Die bieten auch eine eigene Suchmaschine, Hoax Search heißt die gehört aber zu Mimikama. Dort können Sie genauso wie in diesem Fact-Checker von Google suchen nach konkreten Personennamen oder Themen. Und ganz zum Schluss noch die Hoax Map. Das ist eben eine Kartendarstellung, deswegen eine Map. Und hier geht es speziell um Gerüchte über Geflüchtete, die so 2015, 2016 entstanden sind. Und dort können Sie sich dann zum Beispiel hineinzoomen. Und in Gießen sind da jetzt zwei Gerüchte, die zumindest Hoaxmag so gesammelt hat. Und da gibt es dann eine kurze Erläuterung, was geht es da in dem Gerücht, wann war das. Und verlinkt ist dann auch eine Seite immer, wo das widerlegt wurde, hier zum Beispiel hessenschau.de. Und das ist dann der zweite Fall. Hier wird dann erklärt, dass es
was der Hintergrund ist und dass es gegengeprüft wurde bei der Polizei zum Beispiel und dass es in dem Fall nicht stimmt, das Gerücht. Genau. Das ist so eine Auswahl von Seiten, die so unterschiedliche Schwerpunkte haben, die sehr hilfreich sein können. Genau. Und so als, ich hoffe, dass Sie einen kurzen Einblick zumindest bekommen konnten. Was ich als allgemeinen Tipp noch geben würde, wenn Sie Meldungen haben, vielleicht zweimal nachdenken, bevor Sie sie weiterverbreiten, weil jeder spielt auch eine Rolle durch das Weiterverbreiten, nicht nur der Hersteller der Falschmeldung. Und verlassen Sie sich vielleicht nicht nur auf Ihren Facebook-Newsfeed, wenn Sie sich informieren wollen, sondern gehen Sie gezielt an Zeitungen, Blogs, die Sie kennen, denen Sie vertrauen. Und dann kommen Sie gar nicht so viel mit Fake News vielleicht in Kontakt überhaupt erst. Ne? Genau. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Schön.